In der 39. Kalenderwoche, also vom 27. September bis zum 1. Oktober, fanden die Wahlen zum Kinder- und Jugendparlament, kurz KiJupa, für die neue Amtszeit 2021-23 statt. Alle Kinder und Jugendlichen der Hansestadt wurden gebeten, sich an der diesjährigen Wahl zu beteiligen. Das KiJupa ist die Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt in verschiedenen politischen und fachlichen Gremien. Aber wie genau funktioniert das Kinder- und Jugendparlament? Das ist eine Form von Beteiligung. Also alles das, wo der Schuh drückt bei Kindern und Jugendlichen, ob an Schule, ob in der Freizeit, sprich Spielplätze, Kino, alles, was es so gibt, wenn es da Dinge gibt, die besprochen werden müssen, die werden dort beredet und werden an Politik weitergegeben. Auch an der Ostseeschule in Wismar-Wendorf wurde gewählt. Schulsozialarbeiterin Beate Kahns erklärt den Schülern der 7b, wie die Wahl funktioniert und was es dabei zu beachten gibt. Insgesamt haben sich 63 Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis 19 Jahren von verschiedenen Schulen zur Wahl aufstellen lassen. Pia Bolz aus der 7b der Ostseeschule ist eine der Kandidatinnen. Sie findet das Kinder- und Jugendparlament spannend. Warum, erklärt sie am besten selbst. Dass man neue Ideen für Wismar entwickeln kann, was Wismar vielleicht Neues haben könnte oder so, damit man nicht für Ferien oder so weit wegfahren muss, sondern auch hier gleich etwas hat, wo Kinder dran Spaß haben. 20 Plätze hat das KiJupa. Daraus bilden sich später 4 Arbeitsgruppen mit den Schwerpunkten Freizeit, Umwelt, Wahlen, Schule und Soziales. Die Kinder und Jugendlichen haben so die Möglichkeit, ihr Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung zu nutzen.